Spieler flüchten schließlich geradezu in die rettende Kabine. Und auch auf den Rängen bleibt die Stimmung gefährlich. 53.000 Zuschauer peitschen Celtic nach vorne. Rapid ist unter Druck, bleibt aber ganz ruhig. Eine große Möglichkeit in der entscheidenden Phase dieses Spiels für Celtic durch Etken, der nur die Stange trifft, dann der Konter durch Rapid. Brucic, Krančar, Pakult, ideal in Stellung gelaufen. Und das ist das 1:0 für Rapid in der 19. Minute. Die schon frühe Entscheidung in diesem Spiel. Dieser Treffer in der Wiederholung noch einmal. Ein klassischer Konter wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Eins zu null durch Peter Pakult. Nach der Pause zunächst verstärkter Druck der Schotten. Aber Celtic fehlt die Präzision der Begegnung in Glasgow und die Rapid-Abwehr steht auch viel besser als damals. An Skandalszenen fehlt es aber auch diesmal nicht. Ein Fan namens John Tobin stürmt auf das Spielfeld und attackiert Torhüter Herbert Feurer. Er wird abgeführt und heute wurde bereits das Urteil gegen ihn bekannt. 3 Monate Freiheitsstrafe. Hier wäre ein Abbruch durchaus drinnen gewesen, aber das Spiel geht weiter. Und Rapid hat aus Kontern weitere Chancen. Kreuz, idealer Pass für Krančar und der vergibt diese Möglichkeit. Aber auch Feurer muss noch einige Male seine große Form an diesem Abend unter Beweis stellen. Burns, aber Feurer pariert auch hier. Es bleibt bei diesem 1:0. Ein Großteil der Rapid-Spieler läuft schon jubelnd in die Kabine, während die Stimmung bei den Celtic-Spielern nahe dem Gefrierpunkt ist. Aber die Vorfälle auf dem Spielfeld sind noch nicht zu Ende. Beim Abgang wird auch Peter Pakult von einem Fan attackiert und getroffen. Der Schuldige wird von der sehr energischen Polizei abgeführt. Während Peter Pakult, der Schütze des Siegestreffers, angeschlagen die Kabine erreicht. Danach aber ist die Stimmung ausgelassen. Bei jenen, die spielten und bei jenen, die nur mitfieberten. Trotz aller Schrammen. Das kommt über mein Bett, die nächsten 5 Jahre. Da kann meine Frau schimpfen, was sie will. Das hängen wir auf. Wir stecken alle an die Wand. The best Polizist. Yeah, we do our best for it. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Sie waren heute in einer Form, so wie damals bei Aschborn, wie Sie mit mir im UEFA-Team gespielt haben. Wieso jetzt wieder diese steigende Bombenform? Nein, war eine super Form, muss ich sagen. Wichtig ist, dass wir aufgestiegen sind. Und ich hoffe, dass du beim nächsten Match dabei bist. Das ist sehr nett, danke, muss ich mich bedanken. Wie war der Vorfall mit diesem Fan? Hast du ihn niederschlagen können oder war es ein Unentschieden oder doch ein technisches K.O.? Für den Schotten. Ich habe den überhaupt nicht gesehen, der ist zu mir gekommen und hat mich niedergehauen und 3, 4 Polizisten auf einmal waren über mir. Und also eine Gemeinheit von hinten praktisch, nicht wahr? Wieder dasselbe. Sicher, ja. Die Fahrt zum Flughafen verläuft problemlos. Otto Baric, sicherlich einer der schönsten Tage Ihrer Trainerkarriere, obwohl Sie nicht unmittelbar auf der Bank gesessen sind. Ja, sicher ein von schönsten Tage, aber auch ein von schwersten, weil das war auch von oben sehr schwer, dieses Spiel begleiten. Ich kann nur hier momentan gratulieren, alle Spieler, die haben so ein großes Spiel gespielt.
Und wir haben wirklich heute verdient hier gezeigt, dass Rapid kann auch erschwächt so schweres Spiel zu Erfolg führen. Wen wünschen Sie sich nun als nächsten Gegner? Ja, das ist egal, aber wahrscheinlich wäre Roma oder Bayern beste unsere Gegner. Auf dem Heimflug ist die Stimmung weiterhin dem Erfolg entsprechend und Hans Größ imitiert Trainer Otto Baric. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir kommen weiter. Und ich wünsche mir ein besseres Club wie Larissa, denn dort ist Trainer, was war vor mir hier bei Rapid. Und diese Mannschaft kennen wir auch gut. Und um 3:30 früh wird der Mannschaft in Wien von etwa 200 Fans noch ein begeisterter Empfang.